There's so many things that I keep in my mind. Hallo Kali Crew und willkommen zu einem neuen Vlog aus Bali. Wir sind gestern umgezogen in eine neue Villa und zwar sind wir von Canggu nach Ubud. Das ist so optisch gesehen rechts unten auf der Landkarte. Und es liegt direkt im Dschungel, der Ort. Deswegen sieht hier die Aussicht auch ein bisschen anders aus. Also ich glaube, hier gibt es auch gar keinen Strand, aber dafür ja im Dschungel. Also nochmal ein komplett anderes Feeling. Deswegen wollte ich unbedingt nochmal einen Vlog drehen. Die Villa zeige ich euch aber erst später. Die ist wirklich krass. Also es ist auch riesengroß. Man kann es eigentlich nicht fassen. Das sind so Häuser, die ich in meinem Leben bisher noch nie irgendwo betreten habe. Aber hier ist es halt, also hier kann man sich das leisten. Hier ist es irgendwie normal für Touristen, glaube ich, in sowas wohnen zu können. Und ja, es ist halt noch super früh morgens. Deswegen habe ich noch ein paar Tortellini-Augen, richtig klein und verquollen. Wir haben gerade nämlich 8 Uhr. In Deutschland ist deswegen erst 2 Uhr nachts. Und ich merke auch eigentlich gar nicht so viel vom Jetlag, aber also das Aufstehen morgens fällt mir schon ein bisschen schwer. Ich glaube, das zählt schon auch dazu. Unser Fahrer kommt gleich, der holt uns ab. Wir wollen nämlich jetzt erstmal zum Frühstücken. Und dann haben wir zwei so Sightseeing-Attraktionen, die man unbedingt hier in Ubud gesehen haben muss. Deswegen lassen wir uns nicht hingehen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem neuen Vlog. Da seid ihr mit dabei. Viel Spaß, los geht's. Hey du, abonnieren nicht vergessen. Hi, good morning. Good morning. Goodbye. Hello. Good, how are you? You want to say hi to my YouTube channel? You have your YouTube channel? You want to say hi? Yes, of course. Hi. I'm Wayan in Bali. Yeah, he's our driver. Thank you so much for picking us up. You're welcome. I'm happy to be here. Oh, yeah, we too. Also ihr seht jetzt einen Influencer in the wild. Wir sind gerade bei diesen Bali Swings, die so jeder aus Instagram irgendwie kennt. Und natürlich, was scheint es auch drauf. Wadi war gerade eben schon, es sieht so cool aus. Aber ich finde es noch witziger zu sehen, wie so das Behind the Scenes ist. Tue ich jetzt nur für euch. Sag mir dann. Ja. Darf ich gerade hier so ein Kleid aussuchen? Ich habe mich für rot entschieden. 100. Sorry, I'm so sticky. Yeah. But it's safe, right? Yeah. Das wollen wir mal hoffen. Das ist so eine typische Attraktion für Bali, diese ganzen Schaukeln über den Reisterrassen. Da entstehen ganz, ganz viele Bilder. Oh mein Gott. Video! Up on your hand! Woohoo! I believe I can fly! Woohoo! I believe! Yeah! Say cheese! Macht's dir Spaß? Ja, es macht so viel Spaß! Yeah, nice! Das müsst ihr auch machen, ist so witzig! Woohoo! Do you go on the swing? Sometimes? Yeah. After work. Einfach zum Spaß jeden Abend. Yeah. It's a good time up there. Also lohnt sich's? Ey, mega. Wirklich, es macht so viel Spaß. Ich habe einen richtig trockenen Hals vom Schreien. Ich habe gedacht, es ist so easy, aber es macht schon ein bisschen Angst, mal da oben kurz. Thank you. Thank you. Yeah, Suksuma in Balinese. Suksuma. Suksuma. Yeah, Suksuma Mawali. Welcome. Suksuma. Suksuma Mawali. Mumua. Thank you. Mawali. 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 Yeah. Oh, it was great. Ey, was für ein Timing. Jetzt fängt es einfach an zu regnen. Aber es ist eine ganz coole Abkühlung eigentlich, oder? Können wir da drunter stehen? Hallo. Hallo. Wir hatten gerade auch richtig Glück, weil normalerweise ist es halt übelst voll. Man muss da zum Teil Stunden anstehen, bis man drankommt. Das hätte ich dann auch keine Lust darauf gehabt. Aber jetzt ist einfach alles frei, weil Bali erst vor kurzem wieder geöffnet hat für Touristen. Und wir waren halt irgendwie so lucky, dass wir auch gerade zu dem Zeitpunkt unseren Urlaub geplant hatten, dass es jetzt geklappt hat. Und deswegen sind wir auch gefühlt irgendwie die einzigsten Touristen hier, was halt ja für uns mega gut ist. Aber für die Leute, die hier arbeiten, tut es mir mega leid, weil man merkt, dass sie sich richtig freuen, dass wir wieder da sind. Also jetzt gehen wir was essen hier in einem Restaurant, das uns unser Wayne empfohlen hat. Wow. Oh, it's so pretty. Wow, das sieht echt krass schön aus. It's so pretty, thank you. Oh my god, wir essen in diesem Ei. Oh, das ist richtig romantisch. Hoi. So sieht es aus, wenn man in Bali im Urlaub ist. Alle machen von einem Foto. So geil. Aber es ist halt auch alles schön hier. You're coming up to me, fire lighting up the sky. Feel the ground shaking underneath. Boah, Food Baby ist am Start. Und jetzt gibt's was zu essen für die Fische. Hier sind die Keus und ich habe gefragt, ob man die füttern darf. Das hat mir so ein kleines Pöttchen mit lecker riechendem Fischfutter gegeben. Direkt die Nase reingesteckt. Hau rein. A little sprinkle, my friends. Oh, oh, oh. Oh nein, ich schlage. Ich glaube, die sind ziemlich hungrig. Ja.
angefasst? Ich würde gerne meinen Finger reinstecken, aber dann hat sie irgendwie rein. Be a good fish, Mama. Yeah, my friends. Heute Morgen vor dem Reisterrassen waren wir übrigens beim Rich Walk. Ich muss aber irgendwie sagen, das hat mich nicht so gecatcht. Welcome to the jungle! Jetzt kommen gleich meine ganzen Affenfreunde. Feel the ground shaking underneath, trying to take me alive. Wie fandet ihr es eigentlich? Also es war schön. Es war ein schöner Spaziergang. Genau. Aber nicht zur Mittagszeit in der Fransonne. Ja, allgemein ist hier alles in der Mittagssonne. Sweaty. Es war auf jeden Fall ganz nice to see, aber die Reisterrassen fand ich cooler wegen der Swing. Jetzt geht's aber noch zu einer neuen Reisterrasse und ich als alter Influencerin, habe natürlich zwei Outfits dabei, damit ich dann wieder Fotos machen kann. Deswegen jetzt gerade noch hier beim Sportoutfit. Genau, aber ich ziehe jetzt was anderes an und dann gehen wir zum zweiten Reisfeld. So, umgezogen und bei der nächsten Reisterrasse angekommen. Sind wir, glaube ich, am Touri-Spot auch tatsächlich, also gerade immer mehr voll allein, aber hier. Hier gab es sogar eine Schlange und hier gibt es so andere, krassere Swings. Schlange? Eine Warteschlange. Ach so, eine Schlange. Evo geht gleich wieder. Oh Gott, Evo reißt ab. Schlange. Oh mein fucking Girl. Dschungel. Dschungel, Schlange, Kakerlake. Alles schlimm für Evo. Also, das ist geil. Hier sieht das Ganze so aus. Da sind die Reisterrassen auch tatsächlich richtig gepflegt. Da ist auch Reis angebaut mittlerweile, aber der wächst noch nicht so ganz. Und dann haben wir hier links wieder einen Swing. Da unten das rote, seht ihr das? Das ist ein Bett, wo man sich drauflegen kann. Und dann schwingt das. Und das, was ihr da seht, das ist einfach ein Fahrrad, auf dem Leute fahren. What the fuck? Ich sage euch, Menschen kommen auf so verrückte Ideen. Was ist das? Und hat auch diese bekannten Nester, wo man sich so reinsetzen kann. Aber es kostet auch alles nochmal extra Eintritt. Bei so maximalen Touristenattraktionen bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, ob ich es cool finde oder auch so ein Foto will oder ob ich denke so, okay, cringe, wenn so viele Leute anstehen. Aber ich finde es halt mega interessant oder ja auch witzig zu sehen, einfach mal, wie es behind the camera aussieht. Weil auf Insta sieht man immer nur die fertigen Bilder, denkt man so, boah, die Leute sind allein und hinter uns dann die Schlange. Aber ich bin trotzdem froh, dass wir jetzt halt da vorne das Bild gemacht haben und nicht hier dann zum Beispiel, weil so lange hätte ich jetzt auch nicht anstellen wollen, wie es hier zum Teil die Schlangen lang sind. Und ich habe das Gefühl, wir sind hier auch voll die Attraktion. Wir haben in einem anderen Nest hier gerade Fotos gemacht. Und das Pärchen, was von uns Fotos gemacht hat, also mit meinem Handy, hat auch noch ihr Handy genommen und auch noch Fotos von uns gemacht. Also ich glaube, wir sind hier eine richtige Besonderheit gerade. So fühlt es zumindest an. So, irgendwie schon ein bisschen langweilig, weil... Ein bisschen langweilig? Ja. Hat ja nichts Besonderes. Was? Ja? Mit einem Fahrrad über den Abgrund zu fahren? Also bitte, der Abgrund ist ja jetzt nicht so tief. Vielleicht haben wir verschiedene Vorstellungen von... Adrenalinkick. Ich glaube schon. Schreibt mal in die Kommentare, würdet ihr das fahren? Ja, Daumen nach oben für alle, die es fahren wollen. Okay. Ja? Expectation versus Reality. Maximum sind 4 Leute, das kommt circa hin. Ja doch, 4 müsste stimmen. Für ein gutes Foto auf Instagram machen viele Leute alles. Guck mal, es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Leute drauf. Obwohl hier 4 steht. Der hieß. Wir haben sie hier so eine Nummer bekommen beim Eintritt, 117. Und mit der haben wir. 711. Genau, natürlich. Kann ich lesen, steht 711. Und mit der sind wir, oder das haben wir jetzt gerade zu dem Parkingman gegangen. Und der hat dann über die Nummer unseren Fahrer ausgerufen. Das ist so fancy hier, oder? Weil er jetzt die ganze Zeit gewartet. Wir zahlen jetzt für den ganzen Tag dafür, dass er uns überall hinfährt und wartet. Um die 25 Euro, wie was krass ist. Das hast du gesagt? Ja, 25 Euro? Euro. Oh Gott. August. Ich sage aber auch immer, 1 Million. Und für mich ist es so komplett normal. Und Raffi roastet mich immer, weil er sagt, das heißt 1 Million. Aber ich sage mein Leben lang schon Millionen, 1 Million. Aber es geht erst ab 2 los, mit 2 Millionen. Stimmt, weil 2 ist Mehrzahl. Genau, und 1 ist 1 Million. Aber in meinem Ohr klingt es so falsch. Also, Euros geht auch. Ihr habt mich verstanden, oder? Wir brauchen noch ein Bild mit ihm, er ist so cute. Unbedingt. Oder? Ja, ist so ein toller Host. Ja. Ich bin froh, dass wir ihn hatten. Ich auch. Er ist sicher froh, dass er uns als Gäste hat. Ja, bin ich auch. So süße Gäste wie dich. Ja. Und hier ist unser Auto, beziehungsweise seins. Sehen alle gleich aus. Oh shit, ich habe auch gar keinen Plan, oder? Ja. Ist hier noch ein Plätzle frei? Okay, keine Antwort, das ist deutlich als ja.
Are we going back to the villa now or? Yeah, we'd like to go back home. Yeah. Looks so tired, yeah? A little bit. Zum ersten Mal in einem indonesischen Supermarkt und das erste, was mir auffällt, ist, wie krass hier alles sortiert ist. Das hier ist die Früchteabteilung. Wer sortiert bitte Früchte so krass? Das sieht so aesthetic aus. Oh mein Gott, das kann ich mir in Deutschland gar nicht vorstellen. The fruits are so organized in there, or everything is organized so much. Yeah. And clean. Yeah, perfect. Yeah. And I wanted to ask, the things in front of stores, is it new because of COVID or is it? Yes, sure. New for the COVID. And also good for the future. Even the COVID gone, that would be good. We can clean them. Yeah, sure, it's really good. Vor jedem Laden eigentlich jetzt immer hier so ein Waschbecken, wo man sich die Hände waschen kann. Das finde ich richtig gut, vor allem weil es halt so warm ist und man immer sofort klebrige Hände bekommt. Das ist mega nice. Bye! Have a good night! So, jetzt müssen wir hier reinkommen. Es hat halt übelst geregnet und wir haben eine riesige Wasserlache vor unserer Villa. Die Lache war richtig gut, Juli. Richtig evil war die. Soll ich jetzt halber mal die Schuhe ausziehen? Oh, 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 ihr braucht lange Beine. Eigentlich muss es gut funktionieren. Oh Gott, aber warte mal. Das ist, aber das ist gar nicht so fest, was ich drin liegt. Dann haben wir es auf Video. Nein! Genau das. Nein! Die weißen Chucks. Wetten wir, wenn ich jetzt so drüber lache, falle ich als nächstes rein. Das nennt man Karma. Oh no. Das ist ja gar nicht tief. Okay, jetzt geht's voll. Das ist aber so schief. Das ist irgendwo frosch, ey. Es geht tief. No! Ich bin einfach. Okay. Ich muss dich hier verschwinden. So, jetzt kriegen wir alle Fußpilz. Ja! Yeah, have a good night. See you later. Bye. Ein neuer Tag, ein neues Abenteuer. Wir sind gerade auf dem Weg zu einem Wasserfall, der sich wie nennt? TG Nungan. Ja, das kennen wir alle jetzt auswendig. Ja, kleiner Zungenbrecher. Und da kommen Leute, oder? Das Ding ist, wenn ich weiß, dass keiner Deutsch ist, dann macht es mir gar nichts aus zu vloggen. Aber sobald ich weiß, dass welche hier sind, finde ich es richtig komisch. Weil uns sind gerade schon ein paar deutsche Touristen hier hingekommen. Also ich glaube, das ist jetzt so der Spot, an dem wir bisher am meisten Touris sehen. Ist gar nicht so schön als Judith oder der Wasserfall. Hier gibt es auch überall so Nester, Herzen und Swings, glaube ich, sogar da oben. Okay, es ist wackeliger als das andere. Juhu, geschafft! Willkommen! Ja. Gestern in dem Reisfeld, in dem wir waren, da habe ich auch gemerkt, dass es überhaupt kein Geländer gibt. Also kein einziges. Man hätte da überall runterstürzen können. Und hier auch gerade so Bambusbrücken. Ja, okay. Good morning, Friends! Es ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr so viel dort gevloggt, weil der Wasserfall halt übertrieben laut war. Also man hätte mich gar nicht verstanden. Und danach waren wir noch in so einer Bar, die war direkt nebendran. Und dann war so ein Infinity-Pool mit dem Ausblick auf diesen Wasserfall. Also so, was ist hier eigentlich los? Wunderschön. Aber da läuft die ganze Zeit Musik und dann kann ich nicht vloggen, weil ich sonst Copyright-Claims bekomme, also Urheberrechtsverletzungen begehe. Und das wollen wir alle nicht. Dafür geht es aber heute hier wunderbar in unserer Villa wieder weiter. Die muss ich euch jetzt aber erstmal zeigen. Also diese Roomtour wird anders. Das hier ist unsere Eingangstür und da war gleich das erste Highlight. Wenn man die nämlich öffnet, hat man so einen krassen View auf den Dschungel. Wir haben hier oben so einen Infinity Pool, der aber übergeht in einen zweiten riesigen Pool. Und dahinter ja direkt der Dschungel, Palmen. Also ich weiß nicht, wenn ich den Ausblick sehe, dann bin ich echt sprachlos, wie man hören kann. Das ist wunderschön. Und dann auf der linken Seite kommen wir in unseren Wohn-Essbereich, also auch wieder so ein Outdoor-Wohnzimmer oder Esszimmer. Hier finde ich auch wieder die Lampen richtig schön und dann so Kokosnüsse mit Pflanzen drin, ist auch mega stylisch. Von hier geht es dann rein ins Wohnzimmer, da saßen wir aber tatsächlich noch nie. Sieht aber auch mega schön aus mit dem Tisch vor allem und so ein riesiger Spiegel. Und nebendran ist dann die Küche. Wir haben hier 5 Schlafzimmer, also theoretisch könnte jede von uns alleine schlafen, was wir aber nicht machen. Ich zeige euch mal eins, was wir nicht benutzt haben. Das ist das hier. Das ist so schön. Ich könnte halt mir vorstellen, dass es genauso bei mir zu Hause steht, was die Lichterkette angeht. Also das ist genau mein Ding da hinterm Bett. Richtig cute. Wir haben auch gestern eine kleine Rose hier jede bekommen.
sehr, sehr aufmerksam. Aber das eigentliche Highlight in diesem Zimmer ist auf jeden Fall das Bad. Das verbirgt sich hier hinter dem Vorhang. Seid ihr ready? 3, 2, 1. Tada! Einfach eine freistehende Badewanne, genauso wie ja, eine freie Dusche. Tatsächlich nämlich unter blauem Himmel. Also wir haben einfach kein Dach. Da oben geht's raus zum Himmel. Also richtig verrückt. Ich habe das echt noch nie irgendwo gesehen, so in echt, sondern immer nur irgendwo auf Fotos oder auf Pinterest. Aber dass ich mal in so einem Bad stehen darf, das hätte ich echt niemals gedacht. Und dann geht's auf dieser Seite weiter mit dem Waschbereich. Die haben auch überall so richtig cute Deko, also diese Köpfe. Ich weiß gar nicht, ob das irgendwas Traditionelles ist, aber es hängt hier überall in dieser Villa. Richtig süß. Und ihr könnt euch schon vorstellen, wenn die Badewanne, die Dusche, das Waschbecken hier unter freiem Himmel ist, dann ist es auch die Toilette. Also no joke, man kann hier morgens oder wann auch immer man möchte sitzen und schaut hoch und kann den blauen Himmel beobachten. Das Bad hier ist auch richtig crazy. Und zwar kommt man hier rein, hat erstmal auch wieder so einen wunderschönen Waschtisch und dahinter einfach Ausblick auf die Pflanzen dahinter. Also es ist quasi die Hauswand hier aus Stein. Und dann sieht man, hier ist wunderschön Pflanzen. Und auch so, das hier ist dann die Dusche. Einfach eine freistehende Dusche mit wirklich ja, Blick auf den Himmel unter diesen tollen Pflanzen. Ich weiß gar nicht, was es sind. Keine Ahnung. Aber da oben genau blauer Himmel. Und dann kann man hier unten mit duschen. Ich muss aber zugeben, dass ich jedes Mal, wenn ich hier geduscht habe, auch ein bisschen Angst hatte, weil ich früher als Kind einfach viel zu viele Horrorfilme geschaut habe und dann habe ich halt immer noch so ein bisschen Paranoia in manchen Situationen davon. Und als ich hier da stand und es halt dunkel war und ich diese Hauswand mit Glas gesehen habe, dachte ich mir so, oh mein Gott, was ist, wenn hier irgendjemand ist? Ich stehe hier unter freiem Himmel und bin nackt und vielleicht kommt jemand und entführt mich. Oh Gott, das klingt so crazy, aber jeder von euch, der Angst vor Horrorfilmen hat, versteht mich vielleicht, wenn man hier so draußen alleine steht. In der Dusche und dann, ach, keine Ahnung, ihr versteht mich. Es ist schön, aber ich hatte Angst. Tja, aber so schön es alles hier ist, gibt es einen echt riesengroßen Haken, was es uns hier so ein bisschen versaut hat. Diese Villa hier ist nämlich überhaupt nicht sauber. Also wirklich, no joke, ich bin wirklich überhaupt nicht pingelig. Ich habe echt eine ganz hohe Schmerzgrenze. Aber hier sind überall Haare, Flecken auf den Bettwäschen, Handtücher, Zigarettenstummel auf dem Gelände, was finde ich gar nicht geht. Fingerabdrücke überall an diesen Scheiben oder an den Lichtschaltern. Überall ist es so klebrig und so. Also wir haben uns halt gar nicht wohl gefühlt, weil unser Sauberkeitsverständnis ganz anders ist. Und ich glaube auch für ganz viele Leute wäre es hier nicht sauber. Und es riecht auch hier jetzt drin zum Beispiel richtig streng. Und ich kann gar nicht genau definieren, nach was. Vielleicht ist der Abfluss oder so. Dann können jetzt auch nicht richtig was dafür. Aber es riecht nicht gut. Und deswegen war es so, wow, bist du reingekommen und dachte, krass, wir sind Paradies, es ist wunderschön. Ich habe auch mega viele Fotos hier gemacht, weil es einfach mega die schöne Inspo ist. So von der Architektur hier drin und allem. Aber wir haben uns einfach nicht wohlgefühlt. Und das Ding war, die erste Villa, die war so wunderschön und sauber. Und die hier halt nur schön. Deswegen, ja, ich würde die hier nicht empfehlen. Ich verlinke sie euch deswegen auch nicht in der Infobox. Aber dafür die erste, also falls ihr irgendwann nach Bali kommt, dann könnt ihr euch das auf jeden Fall anschauen. Das kann ich zu 1000% empfehlen. Und ein anderes Ding, hier stand dabei, es ist Gehminuten vom Zentrum entfernt. Aber Google Maps sagt, wir müssen eine Stunde laufen. Und das sind für mich keine Gehminuten. Also habe ich das Gefühl, wir wurden auch so ein bisschen verarscht. Es ist so schlimm zu sagen, weil wenn man auf den ersten Blick hinschaut, denkt man so, wow, wir sind im Paradies. Sind wir ja auch, aber wisst ihr, was ich meine? Also wenn man halt denkt, hier ist es nicht sauber, dann fühlt man sich einfach nicht wohl. Ich glaube, da können mich ganz viele nachvollziehen. Aber wir haben uns beim Besitzer auch ein bisschen beschwert und gefragt, haben, oh, wie fühlt ihr euch? Und wir so, ne, ehrlich gesagt, nicht so gut hier drin. Und deswegen hat er uns zwei Überraschungen gemacht. Die erste war gestern Abend. Unser Hausbutler hat gesagt, dass er eine Überraschung in unserem Zimmer hinterlegt hat. Wenn, dann liegt er jetzt dort auf dem Bett. Doch. Oder ich glaube Rosen oder sowas. Wir sind alle sehr gespannt, was es sein könnte. Oder ein Obstkorb oder so. Also 1, 2, 3. Solange er nicht da liegt. Und? Oh. Oh. Es ist ein... Hä, ist das ein Elefant? Nein, das ist ein Hund. Oh. Es tut mir leid, Doggy. Es ist ein Hund. Oh, ein Hund und ein Blumenstrauß. So, und wer nimmt den Blumenstrauß jetzt morgen mit? Oh, ich. Das war auf jeden Fall mega cute, aber jetzt gibt es die zweite Überraschung. Oh mein Gott, ich hatte sowas noch nie. Sie haben uns einfach ein Floating-Frühstück gemacht. So, was haben wir hier alles? Ich glaube, das ist wieder so Melonensaft in der Mitte. Dann gibt es Omelette, nicht für mich, aber Toast und Gemüse. Und Frühstück gibt es gleich noch. Also richtig krass. Oh mein Gott. Bye bye. Wow. Oh, okay. Yeah, I will say it on my YouTube. You want to say hi? That's good. You want to say hi to my YouTube? Thank you so much for preparing this. No worries.
Früchte hier haben auch einfach eine andere Farbe, oder? Das ist so krass bunt alles. Hier, das sollte mal ein bisschen angenehmer sein. Oh mein Gott, das ist viel lieber als ich da. And she's gone. So, jetzt geht's weiter. Tschüss, Dschungel. Oh, das ist so schade mit diesem View. Ja, auf jeden Fall das Frühstück und so, das war mega nett von denen. Also die haben schon versucht, es wieder gut zu machen, aber ein Frühstück und Blumen bringen halt so Sauberkeit und Wohlfühlatmosphäre nicht ganz zurück. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Versuch gewesen, was wir alle mega schätzen. Bye, bye, Ubud. Hi, Wyatt. Huh? Good, how are you? So nice to see you again. What's your YouTube channel name? My YouTube channel? Yeah, I just wanted, yes. That's me. Jetzt habe ich einen neuen Follower. Jetzt schaut er mein Video an. Alright, have a good time. Thank you so much. Bye. Alright, bye. Ich stehe da draußen und schaue mein Video. Oh Gott. Oh, so süß. Das ist schon, ne? Ja. Das wird nicht das letzte sein, das Girl, Girls Talk mit Tami. Schau da gerade an. Oh nein. Oh. Aber der war auch ganz witzig. Ich glaube, der hat uns richtig gemocht. Als er uns das erste Mal gesehen hat, ist er reingekommen in der Villa. Und dann meinte er so, ich glaube, ich bin im Himmel gelandet. Ich sehe nur noch Engel. So richtig schlechter Anspruch. So, Freunde, und jetzt geht's weiter nach Uluwatu an den Strand. Ich freue mich, endlich Strand. Es ist so krass, wir sind jetzt schon, keine Ahnung, 8 Tage oder so hier. Wir waren noch kein einziges Mal am Strand gelegen. Das steht jetzt auf meiner Bucketlist für Uluwatu. Let's go! There will be a time. Also hier fühlen wir uns auf jeden Fall alle schon wieder richtig wohl. Das waren nochmal 3 mega schöne letzte Tage hier auf Bali. An der Stelle beenden wir den Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann ist unbedingt ein Daumen nach oben dafür da. Ich kann gar nicht mehr richtig reden. Ich muss erst essen und ich habe meinen Tag bekommen. Also ist jetzt Zeit, hier aufzuhören. Schreibt unbedingt mal diese Emoji in die Kommentare, wenn ihr bis hier geschaut habt. Das würde mich mega freuen. Ansonsten abonnieren nicht vergessen, damit ihr mein nächstes Video nicht verpasst. Da geht es wieder ganz normal weiter mit DIYs. Ich freue mich riesig drauf. Und bis dahin, macht's gut, Leute.